Hallo liebe Nintendo-Freunde, Nintendo-Fans und Nintendo Shigeru Miyamoto. Gläubige. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und das ist Super Mario Bros. 1. Ich weiß, ich habe das Ding viel zu spät damals gezockt. Ich habe das erste Mal gezockt, wo ich dann angefangen habe zu sammeln. Sonst, ich bin aufgewachsen mit Gianna Sisters. Ich weiß, das ist total frech, weil das ist ja nur ein böser Klon, aber... Gibt es irgendwas, was Super Mario Bros. Nicht irgendwie getoppt hat? Das Ding ist eine Legende und ist einer der mit Sicherheit interessanten Plattformer aller Zeiten. Hat eine Minuswelt, hat Warp Zones, hat so viel gute Sachen gemacht. Hat, wie man sieht, auch immer noch ein flüssiges Scrolling. Und ich bin immer noch nicht der Beste. Das war richtig gut! Ja. Fangen wir noch einmal mit Epic Fail an. So, gucken, ist eine der Röhre, wo man rein kann. Ich weiß das nicht mehr. Es ist auch wirklich nicht unbedingt das Spiel, das ich auswendig kann. Aber es ist trotzdem absolut Kult. Und mittlerweile in 199 Versionen umgesetzt. So. Na gut, den Goomba verpasse ich auch. Ich hab da drauf. Ich kann nix, aber das zeige ich euch. Und wie auch bei Zelda und Castlevania, das kann ich schon vorwegnehmen, hat der zweite Teil, ja, und jetzt werdet ihr wahrscheinlich in den Kommentaren mächtig schreiben, ja, das ist ja gar kein Super Mario Game, ja, da komme ich noch zu beim nächsten Video. So, komm, erstmal weg mit euch, das ist egal, ich will jetzt mal wissen, was da neu ist. Ich weiß, ich spiele gerade wie ein Depp, aber das könnt ihr dann kommentieren. Danke, ich wollte schon sagen, dass ich nicht an die Feuerblume rankomme, das wäre auch ein guter Gag. So, öpp. So, jetzt haben wir noch schon ein bisschen Aufrüstung. Was vielleicht auch interessant ist, das ist mal eine Frage an euch. Ab wann hieß denn Toadstool Peach? Also hier bei den drei Super Mario-Titel hieß die tatsächlich noch Prinzessin Toadstool und eben nicht Prinzessin Peach. Immer ist die gleiche Alte, also die haben sie jetzt nicht umgebaut. Von der tollen Super-Nuss Pauline war Gott sei Dank nichts mehr zu sehen. Na, fast. Aber trotzdem, es ist ein unglaublich guter Titel. Ich glaube, es gibt eigentlich auch, glaube ich, keinen, der den nicht irgendwie gezockt hat. Ich glaube, den gibt's auch nicht. Soll mir auch keiner was vormachen. Und das Ding ist natürlich klar, das musste auf den NES Mini, weil das wäre sonst aber auch ein Verbrechen. Man ist schon übrigens ein bisschen weiter, was das Buch angeht. Playing with Power. Das ja vielleicht für den einen oder anderen dann doch interessant ist, weil es gibt ja dann doch den einen oder anderen Zuschauer bei mir, der lesen kann. Ich meine, gut, meine Zuschauer können lesen, das weiß ich. Der eine oder andere liest doch die Beschreibung. Grüße gehen raus hier. Nein, aber Spaß beiseite. Also das Buch Playing with Power, das kommt ja ungefähr so, glaube ich, zeitgleich raus oder eine Woche später. Ich glaube, da ist Amazon sich, glaube ich, irgendwie auch nicht so sicher. Das soll tatsächlich nur die NES-Games von Nintendo selbst behandeln. Was ich natürlich wieder typisch finden würde, aber würde vielleicht erklären, dass sie jetzt auch so scharf drauf waren, das Nintendo Power eben vom Internet Archive runternehmen zu lassen. Das habe ich wieder auch großartig gemacht. Da kann ich auch keinen Weg bauen, oder? Nee. So, ist oben nicht, ja, das ist... Ist das der Minuspilz? Ich glaube, ist das der Todespilz? Ich glaube, den gab es auch schon bei 1, ne? So. Ist hier irgendeine Röhre, wo ich rein kann? So, machen wir erstmal den Goomba tot. Erst immer, wenn man nicht weiß, Goomba töten. Ich kann auch nicht mehr erinnern, dass ich da... Uah. Das hast du auch toll gemacht. Wo die versteckten Coins waren, aber... Oh. Gehen wir doch mal da rein. So. So, und wieder Vollgas. Ah! Ich glaube, oben kriegt man Freileben, ne? Ja. Ich bin so schlecht. Ich bin da also wirklich nicht gut drin im Game.
Also das würde ich, bin ich ganz ehrlich, ich weiß, es gibt Leute, die können das in- und auswendig, ich kann es nicht. So. Oh, war das knapp. So. Oh, Cooper, komm her. Ja, springe ich auch noch drüber. Und dann beim zweiten Mal springe ich nicht drüber, sondern springe ich daneben. Macht das super. Also da bin ich der Meinung, da kann mich, glaube ich, jeder besiegen. In dem Game. Das ist aber auch nicht unbedingt das, was ich auswendig kann. So. Upp. Ich bin übrigens... Das Alter, bin ich doof oder was? Was mache ich denn jetzt? Jetzt mache ich aber total Mist. Ich bin übrigens auch kein Feind des zweiten Teils. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. So als kleines Spoiler für Teil 2. Was war das jetzt? Lalala. Doch, wir können das, glaube ich, nochmal schaffen. Das war aber gut. So, komm, nochmal. Player 1 ist natürlich hier auch schon Luigi. Ist aber eben nichts anderes als ein grünes Sprite von Mario. Aber ist trotzdem heißt er schon hier Luigi. Ist auch Mushroom Kingdom, also ist auch das Pilzkönigreich schon. Also sozusagen das, was ihr so... ist auch geil. Ich springe genau in die Mitte. Ist doch geil. Okay, jetzt finde ich sogar die Röhre. Obwohl ich der Meinung bin, ich habe das sicherlich gerade getestet. Egal. Dieses Spiel mag mich nicht. Ist die Rache für Jenna Sisters mit Sicherheit. Alter! Gegen den Block und dann tot. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist die Rache für Jenna Sisters. Ich bleib dabei. Genau, wie kann denn jemand bitte sehr einen Klon besser finden als das? Ich bin damit einfach aufgewachsen. Liegt aber auch sicherlich... Na komm. Ja, und den haue ich natürlich in die falsche Richtung. Komm, jetzt wird's albern. Jetzt wird's albern. Alter, was mache ich denn hier bitte? Also ich springe immer in die Goomba-Mitte. Das scheint ein neuer Fetisch zu sein. So. Das war jetzt die richtige Richtung, aber da war ich zu langsam, das Ding scrollen zu lassen. Ah. Ich freue mich, wenn dann gleich wieder so Leute schreiben wie, das ist das erste Mal gespielt. Ja. Nein, du Hornochse! Überhaupt diese Frage zu stellen. So. So. Da kann man nicht rein. Ich muss. Boah, was hab ich denn? Ich hab hier Goomba-Wochen oder was? Bestellen Sie den Mac-Goomba. So. Versuch 2. Ich glaube, es geht noch einen höher auf 5000, ne? Aber egal. Ich meine, das Ding kennt eh jeder. Also, soll mir jetzt auch keiner was erzählen. So, Level 2. Das ist sowas wie eine Cutscene übrigens. Da kann man nichts machen, da kann man nur zugucken. So. Ich habe natürlich keine Feuerblume. Ich hätte sie gern. Da ist sie auch. Und dann nehme ich sie auch. So, danke. Uah. So, passt. Ich kann ja vielleicht auf Highscore-Jagd gehen. Lach. Ich glaube, hier oben war der Warp, ne? War der nicht irgendwie hier? Konnte man nicht da... War der nicht? Der muss doch hier irgendwo gewesen sein, ne? Jetzt werden wahrscheinlich irgendwie Leute sagen, ja, ist doch klar, du Ohrenochse! Hm.
Uah! Alter. Goomba-Wochen hier beim Venom, ey. Nö, ist klar. Kannst ja mal einfach machen, irgend so ein Blödsinn. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, wo der Warp ist. Also, es würde mich jetzt irgendwie dann doch mal interessieren. Ist der nicht hier schon? Wie kann man da sterben? Ich meine, gut, ich kann's. Habt ihr gesehen. So, ich will jetzt nämlich nochmal noch einen Restart machen. Ich glaube, jeder kennt sowieso Mario, Super Mario Bros. 1. Also da muss ich euch jetzt nicht irgendwas erzählen, was das für ein Game ist. Dass das Ding Kult ist, brauche ich euch, glaube ich, auch nicht zu erzählen. Geschichtlich interessanter ist jetzt Teil 2. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss. Die Demo kann es auch nicht besser.